Ich glaube, dass die Ostfrauen auf jeden Fall viel emanzipierter waren und sind, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Gibt es ja jetzt in der Art nicht mehr oder so. Aber das glaube ich auf jeden Fall, weil es natürlich auch gestützt war durch den Staat, durch die Politik, durch die Gesetze, ne, durch die Art und Weise, wie man sich ausbildete, auch mit der Lehre vor einem Studium und so. Aber das, und einer ganz anderen Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander zwischen Mann und Frau. Also das ist, finde ich, auf jeden Fall. Glauben Sie, dass dann die Ostfrauen, also dieses Lebensmodell, was die Ostfrauen hatten bis 89, schon auch sich positiv ausgewirkt hat auf die Emanzipation der Frauen in ganz Deutschland? Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so wie ich das beobachten konnte, ist es ja nicht so, dass man in irgendeiner Art und Weise wirklich so verhandelt hätte, zu sagen, was machen wir denn jetzt für ein Deutschland? Lass uns doch das Beste aus dem Osten, das Beste aus dem Westen nehmen. Und das, ne, das sind doch viele gute Sachen. Die sind ja alle abgeschaltet worden. Die ganzen Jugendclubs, die ganzen Kindergärten, was Sie gerade gesagt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich Anfang der 90er einen Zeitungsartikel las aus einer Berliner Zeitung, dass 30 Schulen am Prenzlauer Berg geschlossen werden. Ich war da, glaube ich, gerade schwanger. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Die können doch nicht 30 Schulen schließen. Ne, weil es natürlich, die Geburten gingen ja erstmal schlagartig zurück. Ne? Im Osten. Ich dachte, das wird uns so auf die Füße fallen. Und es ist uns total auf die Füße gefallen. Weil die werden jetzt alle wieder eröffnet, diese Schulen, und zwar als was? Als Privatschulen. Und das ist natürlich das Beste, um eine Gesellschaft in Zwei-Klassen-Gesellschaft zu manövrieren. Ja, und das beginnt ja. Also ich denke mal, meine Kollegen, die kleine Kinder haben, die haben alle ihre Kinder auf einer Privatschule. Meine Tochter wäre auf so einer ganz normalen scheiß Berliner Schule oder so. Ne, hat auch was gelernt. Also sind politische Entscheidungen gemacht worden, die sich hinweggesetzt haben, also auch über die Abtreibungsparagraf oder sowas, ne, über all die guten Dinge, die es im Osten gab. Die wurden einfach so weggemacht. So, und dass dadurch natürlich eine Frustration entstanden ist und auch ein riesiges Unverständnis, weil darum ging es ja gar nicht. Das ist ja, glaube ich, nicht die erste Idee gewesen, irgendwie, dass jetzt der Westen den Osten frisst.